Herzlich willkommen zum Programm EXIST Forschungstransfer Phase Nummer 2. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group Instituts für Gründung, Finanzierung und auch für Geschäftsentwicklung. Wir helfen jedes Jahr eine ganze Reihe von Menschen dabei, ihr Vorhaben zu starten oder weiterzuentwickeln. Und heute wird es die Aufgabe sein, die Phase 2 dir nahe zu bringen. Und die Voraussetzung ist tatsächlich auch, dass du die Phase 1 beantragt hast und dass hier aus der Phase 1 heraus Forschungsergebnisse entwickelt sind, die du jetzt in ein Unternehmen in den Markt bringen willst. Damit du nun in der Phase 2 weitere Förderprogramme beantragen kannst, gibt es einige Voraussetzungen, die ich dir nun zeigen werde. Und die erste Voraussetzung ist, dass aus dem Team heraus eine GmbH entstanden ist mit mindestens 25.000 Euro Stammkapital und dass die Gesellschafter zu mehr als 50% von dem Wissenschaftler- und Forschungsteam und BWL-Team hier aus der Phase 1 sich zusammensetzt. Das bedeutet, dass du nach Abschluss der Phase 1 eine GmbH gründest, das Stammkapital einlegst und die Liste der Gesellschafter zu mehr als 50% aus dir und deinem Team besteht. Und die zweite wichtige Voraussetzung ist, dass wiederum aus deinem Team kommend mindestens ein geschäftsführender Gesellschafter bestellt wird. Nun, wie viel Geld gibt es nun hier in diesem Förderprogramm in der Phase 2? Im Gegensatz zur Phase 1, wo 100% der Kosten gefördert werden können, ist es hier in der Phase 2 wichtig, dass ein Anteil von dir selbst oder weiteren Investoren hinzugegeben wird. Insgesamt kannst du in der Phase 2 maximal 180.000 Euro an Zuschüssen für deine Kosten bekommen. Das Interessante ist aber, dass diese wiederum maximal 75% darstellen dürfen von der Gesamtfinanzierung, vom Gesamtkapitalbedarf. Das bedeutet, 25% musst du aus eigenen Mitteln stemmen. Und wenn du das hier hochrechnest, bedeutet es, dass du für die Gesamtfinanzierung einen Eigenanteil, eine Eigenkapitalquote von mindestens 60.000 Euro abbilden musst. Die gute Nachricht hierbei ist, dass du diese 60.000 Euro einmal aus der GmbH entnehmen kannst, aber du kannst zusätzlich auch noch Investoren, Mezzaninkapital, stille Gesellschaften als Rechtsform nehmen, um weiteres Fremdkapital hinzunehmen, sofern diese auch eine Art Rangrücktrittserklärung gemacht haben, also diese Fremdmittel Eigenkapital ähnlich wären. Und da gibt es eine kleine Quote, die du beachten solltest. Die Quote ist nämlich, dass diese 60.000 Euro sich zusammensetzen können im Verhältnis von 1 zu 3. Das bedeutet, du kannst aus der GmbH zum Beispiel 15.000 Euro als Eigenmittel abbilden und dazu kommen vom fremden Kapitalgeber nochmal 45.000 Euro und beides zusammen bildet dann die Grundlage der Eigenkapitalquote in Höhe von 60.000 Euro und du kannst die weiteren 180.000 dann hinzubekommen. Also in der zweiten Phase kannst du innerhalb von weiteren 18 Monaten bis zu 240.000 Euro hier als Gesamtfinanzierung aufbauen. Davon sind dann 180.000 nochmal Mittel aus dem EXIST Forschungstransferprogramm Phase Nummer 2. Deine Aufgabe ist es, also eine GmbH zu gründen, dass du oder einer aus deinem Team Geschäftsführer wird, ihr insgesamt mehr als die Hälfte der Anteile hält und dass ihr eine zusätzliche Finanzierung aus Eigenmitteln oder aus weiteren Investoren, die sich beteiligen, in der Höhe von 60.000 Euro im Verhältnis von 3 zu 1 aufbaut. 15.000 kommen vielleicht von dir oder von der GmbH, weitere 45.000 Euro von anderen Gesellschaftern, die sich direkt in die GmbH einkaufen oder als stille Gesellschaft mit Rangrücktritt dann Eigenkapital ähnliche Mittel zur Verfügung stellen. Solltest du nun Fragen haben, um auch diese Phase 2 zu beantragen oder vielleicht zuvor auch die Phase 1, kannst du nun den Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Wir helfen dir gerne dabei, das Ganze in Zahlen abzubilden, die Anträge richtig auszufüllen und dich auch bei der Umsetzung zu begleiten. Gerne aber kannst du außer dem kostenfreien Erstgespräch auch unseren Kanal abonnieren und weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein,
Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.